So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Puppelchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario 64 Together mit mir und dem Zocker Sluxy. Ja, servus Leute, da ist er wieder. Genau, beim letzten Part, beim Part Nummer 8, hat der Sluxy ja hier angefangen, die Feuerwelt schon mal anzumachen. Machen wir gleich weiter. Zieh gerade nochmal die Maus nach rechts. Perfekt. So, dann ist die Bildschirmübertragung auch super. Finde die 8 roten Münzen. Ja, super. Die sind ja hier beim dicken, fetten Bowser. Ich werde nicht solche Pro-Skills abziehen wieder. Nein, die Turtle ist noch nicht da. Schade, mit der mal reiten. Wann kommt die denn bei? Oh, der war. Ich weiß gar nicht. Kommt die Turtle? Ups. Oder die kommt erst bei den. Gibt doch ein kleines Geheimnis. Ja, ja, genau. Wenn der. Kriegst nämlich ein paar Münzen. Wenn das Bowser komplett. Genau, hab ich gerade eben gemacht. Normalerweise alle acht roten Münzen in Dingsbums kombinieren. Aber das kann man hier, braucht man gar nicht. Weil man ja später in die Pyramide kommt. Und da gibt es auch nochmal Fettmünzen. Also von daher 100 Münzen kommt hier später. Nimm den mit. Dann machen wir jetzt nicht lang. Genau, machen wir das dann, wenn wir halt Bock dazu haben. Ach, ja. Was ein schöner Song. Super. Ja, bin ja jetzt auch schon die ganze Zeit ein bisschen auch am Vorproduzieren. Irgendwie, ich komme irgendwie von der Aufnahme nicht weg. Tanze auf dem Baumstamm. Ich habe geschludert in den letzten Tagen, ja. Definitiv. Wie? Wesentlich mehr Heroes aufnehmen können, aber ich hatte einfach keinen Bock. Ja, ich bin ja jetzt, wie gesagt, ich habe ja im Discord, da hast du vergessen, um abzustimmen, eine Abstimmung gemacht, was als nächstes kommt als Let's Play. Für 2020, da gab es halt entweder Sonic Generations oder Head in Time, das was ich ja beim letzten Mal auch gespielt habe. Was und ist das für ein Sonic? Also ist das wieder Sonic so Generations? Sterne sammeln? Nee, es ist halt. Kriege. Ja, das ist halt Sonic Generations, da spielst du einmal den alten und einmal den neuen Sonic. Kamera! Yay, yeah, du bist mal wieder toll, mein Feind! Solange es nicht so crappy ist wie Sonic 06. Nee, das scheint eines der Sonic Generations. Man sagt, das ist das letzte Sonic, was halt noch super spielbar ist. Bevor halt mit diesem neuen Sonic da dieses. Da ging ja dann alles. Boah, das war knapp. Ja, da ging ja alles dann die Brüche. Also, das soll auch nicht so gut sein. Ich weiß nicht, ich hab's nicht gespielt. Ich hab's mir angeguckt und hab mir gedacht, nein, mach Sonic und seine Leute nicht älter. Lass die einfach so, wie sie sind. Ja, genau. Es passt einfach nicht immer, wenn du Kindheitshelden, die halt Kind sind, in die Pubertät steckst oder ins junge Erwachsenenalter. Ähnlich wie hier. Stell dir mal Mario jetzt mit dem Rollator vor oder so, im Ziegenbart. Weiß nicht. Richtig. Oder was weiß ich. Passt auch nicht. Bei Donkey Kong 64 zum Beispiel, die Tiny Kong irgendwie als olle Schabracke. Ja. Mit was weiß ich, keine Ahnung. Ja, das geht halt nicht. Oder Diddy Kong als, keine Ahnung, Riesenaffe oder so. Obwohl gut. Als zweiter Donkey Kong oder was weiß ich. So, was muss ich denn machen? Erkunde den Vulkan, genau. Ah, jetzt müssen wir rein. Ist jetzt die Frage. Ich glaube, das kann ich eigentlich mit den 100 Münzen kombinieren. Das macht eigentlich Sinn. Ist ja wieder das große losgezogen. Weil bei der Stage die 100 Münzen einsammeln, das riecht. Ich habe irgendwie immer so das Pech. Ah, da ist doch was. Da ist der. Den jetzt nicht. Es war so klar, es war so klar. Ich wollte noch. Ich weit gekommen. Ich wollte gerade noch sagen, ey Junge, ich verkack's. Aber. Nee, ich weiß nicht, mit dem. Mit dem Ding komme ich halt nicht klar. Oh, sehr gut. Ja, ich weiß nicht. Der macht's knapp, der Graf, ihr Lieben. Naja, passt schon, easy. Boah, Bowser, du Mümmel. Oh, ja, ist klar. Jetzt rasten sie aber aus, hey. Oh, gleich gibt's die Fünfer. Super, haben wir das schon mal. Oh Mann, Bowser, du bist doch echt eine Schildkröte. Was für eine, stinkt ganz schön. Super. Wie ihr seht, ich habe bei mir das Layout ein bisschen geändert.
Aber keine Angst, hat er das Lachs hier abgesegnet. Haben wir schon alles. Boah, ja. Du Lümmelurch, du Dreckiger. Die sind gar nicht mal so ohne, ne? Die Bullies. Jetzt hier. Aber hier. Komm mal her, halt deine Bälle bitte bei dir. Oh, es ist dein fucking Ernst. 10 out of 10. So, und weh. Super. Ich hab gedacht, wäre der Winkel jetzt wieder zu steil, dann. Ups, den nehme ich gerade. Nee, da gibt's nur, okay. Ich dachte, da hinten gäbe es noch Münzen, aber das war nicht der Fall. Ah, nur ein Schimmelpilz, den Wittelkart. Genau. Habe ich das eigentlich schon gesagt, dass es relativ ähnlich war? Hier, dass der Mario größer wird, wenn er diesen Fliegenpilz isst? Hast du mal erzählt, ja. Okay. In der letzten Aufnahme, beide sind betütelt worden. Da hast du irgendwann, irgend so eine Story hast du mal raus. Alter, am Sonntag danach ging's mir richtig scheiße. Da war nix mehr mit dir anzufangen. Nee, ernsthaft, ey, ich bin aufgestanden, hab dann erstmal so die ganze Zeit so einen bitteren Geschmack im Mund gehabt und dachte so, ja komm, trinkst du erstmal ein bisschen was, dann passt das schon. Ey, Alter, da habe ich erstmal einen fetten Zug Eistee genommen. Der kam natürlich auch gleich wieder raus, ne? Also. Gute von Pfanne, Alter. Also von daher, das war echt übel, ey. Im Strahl. Im Gespräch. Ja, so in etwa. Du kannst. Nein! Nein, 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 Mario, bitte, bitte, bitte! Oh! Spanne. Oh! Schade. Oh, da könnte es sehr interessant. Entweder du nimmst die Hupfbox und machst erstmal rüber zum Auge. Die Hupf, ne, die ist. Das kannst du vergessen, ich werde die Hupfbox nicht benutzen. Oh, oh, oh! Ich hab keine Ahnung, was ich mache. Oh. Münzen. Ach, Münzen, super. Leben. Ich werde erstmal so viele Münzen mitnehmen, wie es geht. Ja. Blaue, das blaue Auge würde ich ja auch. Gott. Ich versuch's aber irgendwie. Mal eine kleine Bulli-Parade. Ist egal, Hauptsache ich habe die Drecksau mitgekriegt. Oh, natürlich! Bulli, ey, ich schwör's dir, du kriegst von mir keine Zündschnur mehr. Kocken. Was die wohl essen? Ob die Minecraft-Hüber von den Bullies kommen? Naja, wahrscheinlich eher wenn von den Bonbons. So, da hinten gibt's keine Münzen. Also vielleicht schon, aber nicht für mich, weil ich einfach ein Leben hab. Sorry. So, die Fünfermünze. Sagt der im letzten Part noch erzählt. Oh! Dass fast. Er da sein halbes Leben da mit dem einen Spiel aufgenommen. Was Chanté. Nee, wie heißt es? Chanté und. Chanté Kreis aufgenommen hat und alles unbedingt noch rendern wollte und. Ja, ich hatte da echt Zero Life. Alles gleichzeitig hochlädt und alles. Mann. Ja. Das Problem ist, bei der Upload-Rante ging halt gar nichts, ne? Also hier mal ein Video gucken oder so nebenher. Knicken. Also das kann ich vergessen. Uiuiuiui. Boah, gestern mein Black Friday erstmal wieder fett zugeschlagen. Was hast du? Ich hab mir, wie gesagt, ich wollte mir eigentlich einen Controller holen. Und da war ich halt am Dingsbums, am Dienstag im Mediamarkt. Und bevor ich aber hier zur Kasse gegangen bin, habe ich dann halt diese Aktion gesehen, oh, Red Friday, und dann bin ich halt wieder gegangen, hab das Ding wieder in den Kasten gelegt, sollte 55 Euro kosten, und da habe ich, ja, ist halt mit Empfänger und Xbox One, und die 360er sind halt ausgestorben, ja. Deswegen, ja. Oh, er macht's nochmal spannend. Gut. Dingsbums, habe ich mir das Ding halt gekauft im Mediamarkt. Aha. Also, lass mich mal ganz kurz am Black Friday und habe halt nur 40 bezahlt, von daher. Ja, weil mein 360er, der war halt irgendwie schon langsam an. Halt, der fing halt schon an und hat angefangen, Dingsbums zu machen. Hier die Knöpfe zu klemmen. Weißt ja, wie es ist, wenn so ein Controller 6 Jahre alt ist, dann. Ja, ja, dann irgendwann haben die keinen Bock mehr. Dann das Kabel wird locker, die. Ja gut, der war ja wireless, deswegen wollte ich unbedingt einen 360er holen. Weil es aktuell so, du bezahlst 15 Euro weniger für die Controller, wenn du die ohne Sender halt, also ohne Empfänger für die Wireless-Dinger. Wenn du die Wireless-Dinger ohne Sender holst, bezahlst du nur 35. Wenn du die mit PC mit Sender holst,
dann kann es halt schon mal passieren, dass du da halt 50 bezahlst. Und deswegen, einen Sender hatte ich schon, deswegen 360. Aber nur so ein Tipp von mir, da oben kommt nichts mehr. Ach so, okay, gut, dann. Da ich dachte, da gibt es noch ein paar Münzen oder so. Naja, auf jeden Fall musste ich mir halt einen 30, den One holen, mit Sender natürlich, weil die Sender nicht übergreifend sind. Und deswegen kam mir der Red Friday eigentlich ganz gut zurecht. Ich hätte mir da am liebsten eine PlayStation 4 gekauft, muss ich ganz ehrlich sagen. Oh, geil. Ja gut, das bringt... Ich glaub, wobei, die 5er ist ja schon hart in der Entwicklung. Ja gut, aber für 170... 170 nur? Die Dinge haben sie echt rausgeschossen, ey. Also, geil. PlayStation 5, 170 Tacken. Wirklich günstig. Ja, Black Friday ging halt ab wie Schmitzkatze, ey. Geht ab wie Rottmoppet. Naja, auf jeden Fall. Oh, du, was ist denn mit dem ab, ey? Sausack. Naja, auf jeden Fall. Der hat mich ins Grunde geworfen. Aber ich spiele halt kaum PlayStation oder PlayStation-Spiele. Dabei gibt's coole Spiele, aber die meisten richtig guten Spiele, die gibt's halt auch schon auch für PC. Außer Horizon Zero Dawn, ey. Wenn ich mir PlayStation holen sollte, dann nur einzig und allein wegen diesem Spiel. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, was willst du denn mit dem Spiel, ey? Und, ja, wollte es dann halt schon streamen. Das Problem daran ist allerdings, dann hätte ich noch eine richtige Capture Card für HDMI gebraucht und, oh, nee. Dann hätte ich halt locker mal 200... Naja, dann holst du dir das Spiel für, keine Ahnung, 30, 40, 50 Euro. Zahlst 180 für die Playsy, dann zahlst du nochmal, was weiß ich, ein Huni für Dingsbums. Das wäre mir echt auf einmal zu teuer gewesen. Das kostet dann komplett. Nur um ein Spiel zu spielen, zu genießen und zu streamen. Das machst du dann andermal vielleicht. Irgendwann vielleicht mal. Mal gucken. Meistens ist es ja so, dass die Konsolen, wenn eine neue Konsole rausgekommen ist, dass die alten dann richtig billig werden. Das bedeutet, es kann sogar sein, dass die PS5 nächstes Jahr vielleicht nur noch 100er kostet. Wenn halt dann schon die PlayStation 5 halt rauskommt. Mal gucken. Also jetzt musst du tatsächlich wieder zurück zum Aufzug. Achso, jetzt muss ich doch... Ja, klappt's den, nicht, schade. Den Dingern da, genau. Ich dachte, ich könnte mit einem brennenden Arsch irgendwie so ein bisschen cheaten. Ja, die Speedrunner schaffen es nicht. Ja, die Speedrunner, die sind ja auch... Die haben halt, also die haben wirklich... Sind ja auch keine Menschen, das sind ja auch Spielroboter. Ich muss jetzt erstmal ein schönes Nimm 2 Bonbon holen. Aus der Krutzelbux. Auf jeden Fall. Ich habe halt so ein komisches Bonbonglas. Das ist eigentlich immer ganz cool, wenn es voll ist. Bringt halt nur nichts, wenn es leer ist. So, bleibe ich drin oder schniete ich mich hoch? Oh, Kamera, du gehst mir gerade so auf den Sack, ich schwör's dir. Kamera wieder da. Oh! Nein! Oh, du elendes! Oh, ei, ei, ei. Oh nee, ey! Ey, da kriegst du noch einen Knoten im Samenstrang. Och, nee, oder das ist doch... Jetzt ist verknotet. Das war... Alter, das war ein Tritt in die Nüsse mit Ansage. Habe ich ja LOL auch mal gemacht, ey, das war voll cool. Da habe ich einen Pentakill mit Ansage gemacht. Das war so ein richtiger Noob-Skill, ey. Kennt ja LOL, kennen die meisten wahrscheinlich. Und das machst ich halt, du hier, oder? Nee, Aram gespielt und Katus gehabt. Ja, gut, egal. Und ich dann einfach so hier zu meinem Team, hey, make them low. I press R, make Penta, say enemies will start cry and give up. Das Geile ist, der Twitch hat's auch, der hätte noch einen Kill holen können, hat er aber berücksichtigt. Die Leona hat irgendwie die Gegner gestunnen low gemacht und in zeitgleich ging halt meine Ulti halt los und ich habe halt alle direkt gekillt. Geil. Und die Leona natürlich erstmal fett einen Orgasmus durch den Chat geschrien. Genauso wie der Twitch. Die anderen waren halt total angefressen und what the fuck. Und das war ja, halt wirklich... Nein, Mario, du elendes Kopfkind, ey. Ach, Mann. Ach, nee. Das ist geil. Ah, schön. Ach. Jetzt wisst ihr auch, warum ihr uns abonniert habt, Leute. Content. Ja, Premium-Content.
Diesmal liegt am Slugsy. Ja. Aber, also nicht diesmal, dass ich hier so verkacke oder so, sondern... Ach so. Ich feiere das Projekt eigentlich gerade total. Also generell so Together machen viel mehr Spaß. Vor allem, weil die auch natürlicher rüberkommen. Als wenn du halt sowas alleine machst. Für meinen Teil zumindest. Und ja, ich suche halt noch weiterhin Spiele. Wenn der Slugsy Bock hat, kommt sowas öfters. Außer wenn er sagt, boah, ey, nee, ey, der Grafik ging mir gerade so auf den Sack, diese Drecksau, dieser elende Lümmel, ey. Der ist mir nicht nur so schlecht, sondern der ist auch so hässlich, ey. Wenn ich dann sage, hey, Slugsy, hast du Bock? Oder Slugsy dann irgendwann sagt, ey, Graf, du bist dumm wie ein Esel und zweimal so hässlich. Dann halt doof gelaufen. Dann das war predicted, aber ich war nicht sicher, ob ich es schaffe. Ey, was machst du? Das ist dieser Scheiß, das ist dieser Controller. Ja, ja. Auch gesagt. Ja, ihr seht's. Letzte Wetten werden angenommen. Schafft das? So, ich muss den Controller richtig nehmen. Och nee! Wie gesagt, ich würde sie auf den Controller schieben, aber da ich ja dieses Controller-Display habe. Schneiden wir raus. Schneiden wir raus, auf jeden Fall. Wir probieren jeden Stern 1000 Mal aus. Und immer wenn wir da am wenigsten brauchen, schneiden wir das zusammen. Bei einem Anime wäre das jetzt Lückenfüller-Folge. Genau, Freezer, ich werde dich vernichten. Der Planet stirbt in 5 Minuten. 2 Stunden später. Genau. Kame. Der Gegner so. Hat schon geheiratet, schon 3 Kinder in die Welt gesetzt. Kame. Du weißt, dass der Planet in 5 Minuten kaputt geht. Und dann trifft er nicht. Genau, da drin. Oh, herrlich. So, nein! Oh, Mann! ich habe mich schon gefragt, was kann eigentlich noch alles schief gehen? So rein theoretisch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Respekt, du hast mich jetzt überrascht. Ja, super. Ich würde sie auf den Controller schieben, aber meine Zuschauer können ja den Controller mit verfolgen. Das ist cool, weil das ist auf der einen Seite ganz nett, aber auf der anderen Seite für mich scheiße, wenn ich halt mit irgendwelchen technischen Spielen reinprallen möchte. Easy Game. Soll da mal einer sagen, Mario 64 wäre einfach. Ist es, ist es ja eigentlich auch, ich bin einfach nur schlecht. Später im Wolkenlevel wird's ja da. Boah, ich glaube, ich wechsle einfach dann den Controller, ey, das muss ja keiner sehen. Nein! Du bist etwas hibbelig unterwegs, habe ich das Gefühl. Ja. Nervös? Fragezeichen. Ach, ich doch nicht. Sicht. Ah, und jetzt einen großen Sprung. Oh. Gut. Ach, wirklich beruhigend. Wir haben es, Leute. Slugsys beruhigende Stimme hat mich dann doch noch gerettet. Wollen wir noch einen Stern holen? Oder wir sind jetzt bei 18 Minuten? Hey, wir haben schon fast die Hälfte. Hey, 50 Powersterne gesammelt. Jetzt kannst du die Tür mit dem großen Stern im dritten Stock öffnen. Hast du bereits alle Schalter gefunden? Was? Schalterpaläste gefunden? Diese besonderen Mützen sind sehr nützlich. Dankeschön, das weiß ich. Oh. Oh. Gut, wir sind fertig. Super. Noch schnell in den Sandlevel reinschnuppern. Wenn wir den als nächstes. Ja, das müsste Kurs 8 sein. Gut. Super. Sandlevel. Ach du Scheiße. Ja, das war natürlich auch so ein kleiner Fehlkauf. Ich habe mir jetzt ein paar neue USB 2.0er Verlängerungskabel gekauft, natürlich die billigsten überhaupt, weil ich die einfach nur zum Controller-Verlängerung brauche. Habe halt 3 Stück geholt, weil ich 2 Stück brauchte. Und jetzt habe ich 4 Stück im Schrank liegen. Wieder da? Ja, der ist doch immer da. Es hat nur die Frage, obwohl. Es gibt doch noch einen zweiten Hase, oder?
Oh, stark! Hey, was ist denn los? Nein, 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 nicht schon wieder. Ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, über Sterne zu quatschen. Hier, nimm ihn und lass mich runter. Ich glaube, der gibt dir 2 Sterne. Ja, geil! Ja, das war's. Weißt du, im Feuerlevel verkacken, aber dann den Hasen am ersten Mal. Aber den Hasen instant. Gar nicht. Warte mal, war's? Ja, der war hier. Perfekt. Wie heißt's? Dann habe ich mir halt den 360-Controller geholt. Da war dann USB-Verlängerungskabel dabei. Beim Videograbber waren USB-Verlängerungskabel dabei. Och nee, folge dem Riesengeil, das wird nicht klappen. Und jetzt habe ich halt aus irgendeinem Grund... Oh, der war schön. Boah, das war... Ui, ui, ui. Was? Kamera? Ja, die Kamera spinnt da immer ein bisschen rum. Wenn du da halt knapp drüber kommst. So. Wo ist er denn, der Sturz? Ich muss ja jetzt mein Fell von eben ein bisschen... Jetzt holt er den Skill raus. Achtung, Leute. Da ist er. Der Hühnisch. Na, komm her, und du Limmel. Kurs. Ja. Oh. Nee. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Warte mal, ich mach das anders. Ich warte, bis er zu mir kommt. Knall. Also... Gerade noch so mit der letzten Federspitze. So, der ist natürlich jetzt sauer. Penner klaut dir die Mütze, ne? Der will uns jetzt echt übel die Mütze klauen, dieser Lümmelurch. Alles gut, ich weiß, was ich tue. Warte mal, wenn wir schon hier sind. Nein, kein Feuer! Kein Feuer, kein Feuer, kein Feuer. Mario, steck den Sand in den Arsch. Steck den Arsch in den Sand. Hallo, ich mache die Kanonen zum... Ah, super. Werden wir wahrscheinlich, glaube ich, hier gar nicht brauchen. Oh. Münzen, Münzen, Münzen und Stern. Ah, super. Gut, das ging doch schneller als gedacht. 22 Minuten, passt. Slugsy, Grafi, aus. Tschüss.